ist so krass. Das ist krasser als jeder Fußballstar. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Und zu guter Letzt das hier. Denn wir sind bei MSI auf der Computex 2024 und es gibt richtig viel zu sehen. Das heißt, wir gucken mal ein bisschen über den Stand, schauen mal, was wir so für Highlights für euch finden. Und meine Banana for Scale darf natürlich auch nicht fehlen. Also, bleibt dran. So, und natürlich ist auch AI in Sachen Gaming sehr, sehr wichtig. Deswegen haben wir hier einen neuen Desktop-PC. Das ist der Vision X AI. Ziemlich fettes Teil, sieht ziemlich nice aus, viel RGB-Beleuchtung und hier vorne ist ein Display, 13 Zoll, das könnt ihr steuern, ist ein Touchscreen, ihr habt hier Hardware-Monitoring, Uhrzeit, ihr könnt verschiedene Programme starten, ihr könnt Leistungsprofile wechseln, aber es gibt hier auch die AI-Engine, das heißt, wenn ich die anmache und zum Beispiel jetzt am Rechner ein Profil wechsle, zum Beispiel zu einem Videocall oder sowas, dann wechselt er hier automatisch auch das Profil auf ein Meeting und gibt dir dann dementsprechend andere Vorschläge. Das Beste vom Besten in Sachen Hardware, ihr seht, richtig schön, gut beleuchtet, ihr könnt reinsehen, alles schwarz lackiert übrigens. Es ist allerdings ein Gerät, was erst im Herbst an den Start gehen soll, dann vermutlich auch direkt mit der nächsten Generation von Intel. Lasst uns einfach mal überraschen. Ganz nice ist hier auch direkt der Monitor, das ist ein AI-Monitor. Man könnte vielleicht auch sagen, das ist legales Cheating. 32 Zoll QD-OLED, richtig nice, knackige Auflösung. Der hat eine Spectrum Bar hier unten und die ist connected mit dem Game. Das ist jetzt Monster Hunter. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auswähle, dass er die Ammo tracken soll, und das ist jetzt der Vorführeffekt, und ich schieße mit meinem Schwert, dann seht ihr, dass hier unten ja, die Ammo-Leiste langsam weniger wird. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Spiele ihr noch sehen wollen würdet, denn MSI ist auf euch angewiesen, auf euer Feedback, um das dann in zukünftige Games zu integrieren. So, und zwischendrin ist der komplette MSI-Stand auf einmal im Ausnahmezustand. Es scheint hier einen VIP-Gast zu geben. Oh, yo, das ist Lai Ching-te, der neue Präsident von Taiwan. Der hier MSI mal einen kurzen Besuch abstattet und sich scheinbar die neuen Komponenten anschaut. Presseauflauf ist auf jeden Fall riesig. Wow, da ist ja eine ganze Mannschaft dabei. Security ist auch natürlich mit dabei, um das Ganze hier abzusichern. Näher komme ich leider auch nicht ran, aber... Es scheint was vorbereitet zu sein, denn hier rechts hinter mir ist so ein automatischer Roboter und da stehen die AI-generierten Grafikkarten drauf. Und vielleicht fährt der gleich zum Präsidenten und unterschreibt die oder sowas. Natürlich wäre es noch nice gewesen, wenn Jensen Huang oder so da gewesen wäre, aber vielleicht sehen wir dann heute noch woanders. Und schaut mal, was ich hier gefunden habe. Diese kleine süße Kiste, das ist der MSI QB NUC. Gehäuse von unter einem Liter Volumen und trotzdem sehr leistungsstark. Wir haben hier aktuelle Intel-Generation verbaut. Zweimal Thunderbolt 4, zweimal 2,5G LAN. Ihr könnt vier Displays anschließen und mit an Bord ist natürlich auch DDR5 und zwei M-Natur-SSDs könnt ihr auch unterbringen. Und sehr praktisch, durch den VESA-Mount könnt ihr das sogar auf der Rückseite von einem Monitor installieren. Und passend dazu haben wir diesen Monitor hier mit 120 Hertz, was perfekt fürs Office ist. MSI hat uns gesagt, die Ränder wurden nochmal deutlich dünner im Vergleich zum Vorgänger. Das ist ein 27 Zoll Full HD Panel, gibt es aber auch noch in der kleineren Variante. Aber praktisch ist hier, wenn ihr den QB NUC zum Beispiel auf der Rückseite installiert und mit HDMI verbindet, gibt es hier ein spezielles Feature, denn ihr könnt dann den Mini-PC simultan zum Monitor anschalten und müsst nicht erst irgendwie noch hinter den Monitor greifen. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Und ihr seht es hier, das ist wie so eine kleine Notch, aber das ist eine Full HD Webcam, die ist auch direkt integriert. Wirklich cool ist auch das hier und nein, ich meine nicht das iPhone, sondern die SSD, die auf der Rückseite des iPhones mit MagSafe angebracht ist. Das heißt, die SSD hält hier magnetisch, ist direkt über USB-C mit dem iPhone verbunden und so könnt ihr dann perfekt ProRes 4K mit 60 FPS aufzeichnen, was ja nur mit einer externen SSD gilt. Die ist mit einem Metallgehäuse sehr robust, halt wie gesagt magnetisch und so könnt ihr sie zum Beispiel auch auf einem Notebook anbringen oder jeder anderen Oberfläche, wenn ihr hier so einen Klebe-MagSafe-Ring habt. Sehr, sehr praktisch, so baumelt sie nicht am Notebook rum. Es gibt zwei Kabel, einmal ein langes und ein kurzes. Dazu könnt ihr natürlich durch USB 4 auch die Daten dann am Ende richtig schnell übertragen. Es wird aber auch eine Variante geben mit USB 3.2 Gen 2x2, dann mit bis zu 20 Gigabit. Bis zu 4 Terabyte verspricht MSI hier, das heißt, das ist auf jeden Fall ordentlich Platz für eure Videos. Das hier neben mir ist übrigens die neue Spatium M560, eine PCIe Gen 5 SSD. Die hat einen neuen Controller erhalten, der mit 7 Nanometer deutlich energieeffizienter arbeiten soll. Maximal 10.000 Megabit pro Sekunde werden hier versprochen. Ja, das ist jetzt nicht ganz so viel wie so eine M580, aber die braucht halt dann auch so einen dicken, fetten Kühler. Aber man muss auch sagen, 10.000 Megabit pro Sekunde ist immer noch verdammt schnell. Das Ganze wird es dann mit bis zu 2 Terabyte Speicherplatz geben. Und schaut mal hier, bei dem Controller müsste euch doch irgendwas komisch vorkommen, ne? Da fehlt unten rechts irgendwie ein Joystick. Tatsache, denn MSI hat hier den Force Pro Wireless vorgestellt. Bei dem könnt ihr ganz easy, Sekunde,
die Joysticks rausnehmen und austauschen. Zum Beispiel, wenn er kaputt ist oder wenn es Upgrade-Joysticks gibt, denn MSI plant von 16mm auch auf 18mm Joysticks anzubieten. Und ihr könnt sogar das D-Pad oder besser gesagt die Abdeckung davon austauschen und dann zum Beispiel zu einem runden D-Pad wechseln. Und, Sekunde. Das Ganze lässt sich super easy einsetzen, magnetisch und hat noch so eine coole magnetische Abdeckung. Die lässt sich natürlich auch tauschen, wenn ihr zum Beispiel ein anderes Design wollt. Neben den Hall Effect Joysticks sind auf der Rückseite noch ein paar extra Tasten. Das ist ganz nice. Ich muss auch sagen, der fühlt sich echt sehr, sehr gut an. Und neben Xbox könnt ihr das Ganze natürlich auch am PC nutzen oder auch Mobile, denn neben 2,4 GHz unterstützt der Controller auch Bluetooth. Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem. Und als hätte ich es gewusst, ist irgendwo da hinten, hinter all den Smartphones, tatsächlich Jensen Huang gekommen, der CEO und Founder von Nvidia. Und das ist krasser als beim Fußballspiel oder beim Konzert hier. Das ist, Stimmung ist auf jeden Fall gut. Irgendwo da hinten, ihr seht ihn wahrscheinlich besser als ich jetzt. Wow. Tja, und diese Grafikkarte hier sieht nicht nur besonders aus, weil der Kühler 3D gedruckt ist und der AI generiert, sondern die ist auch Jensen Huang approved, wie wir gerade schon gesehen haben. Das Highlight ist allerdings das Ding hier. Denn das, was ihr hier seht, ist die RTX 4090 Supreme Fusion, eine Grafikkarte mit Wasserkühlung. Richtig gehört, MSI hat es irgendwie geschafft, eine All-in-One-Wasserkühlung auf 4,5 Slots zu quetschen. Klar, das ist nicht super kompakt, aber sonst hängen ja Radiator und Lüfter irgendwo anders im Gehäuse. Und das Ganze ist jetzt hier direkt integriert. Das heißt, wir haben hier einen Radiator und drunter sitzen zwei Lüfter. Innen drin ist auch natürlich Pumpe und Schläuche und Kühlwerk, alles in einer Einheit. MSI verspricht sich davon nicht nur besseren Temperaturen, sondern auch natürlich eine bessere Leistung. Und womöglich könnte das Design schon hinsichtlich RTX 5090 und Co. spannend werden. Das heißt, hier seht ihr das Ganze mal auseinandergenommen. Einmal dieser Kühlframe, da sitzen Pumpe, Kühlblock, natürlich auch mit Kühlung für Speicher und VRMs. Und hier diese extrem kurzen Schläuche, ja, kurze Wege sorgt dann auch dafür, dass die Wärme besser abtransportiert werden kann. Und beim Radiator sind verschieden dicke Finnen oder die Abstände sind unterschiedlich groß, was auch nochmal den Wasserkreislauf oder den Durchfluss steigern soll. Und natürlich darf auch ein Gehäuse nicht fehlen, denn hier seht ihr das MEG Maestro 700L PZ. Und Name ist hier Programm, das ist ein ziemlich edles Case. Ihr seht es schon, wir haben ein großes Glasseitenteil, was sich so auf die Vorderseite wölbt. Oben und rechts ist dann gebürstetes Aluminium, was auch so richtig schön rechts wegfällt. Oben ist übrigens auch das Frontpanel inklusive USB-C. Im Inneren, da habt ihr die Hardware, da könnt ihr richtig schön reinblicken. Das heißt, wir haben hier diesen trendigen Vitrinen-Look, das ist ein Fishtank. Ihr kriegt bis zu 10 Lüfter hier unter, das heißt auch in Sachen Airflow ist ziemlich viel möglich. Und ich muss sagen, das auf dem Schreibtisch stelle ich mir sehr gut vor. Mai, und schaut mal hier, ist das nicht süß? Der kleine Lucky Drache hier auf der neuen CoreLiquid P Wasserkühlung mit einem 4,3 Zoll IPS Display, was ihr sogar noch leicht anwinkeln könnt, je nachdem, wie der Rechner zu euch steht. Aber nicht nur den Lucky könnt ihr hier anzeigen lassen, sondern auch richtige MP4 Dateien. Das heißt, dieses Video hier könntet ihr einfach auf eurer Wasserkühlung abspielen lassen. Dazu gibt es ein paar nice Neuerungen. Ihr seht es, auf dem Radiator sitzen drei Lüfter. Allerdings ist das eigentlich nur ein Lüfter, denn die sind mit einem Frame alle drei zusammen verbunden und dadurch müsst ihr nur vier Schrauben nutzen, um das Ganze zu installieren. Dazu lässt sich die Wasserkühlung mit nur einem Kabel anschließen und zwar direkt mit dem USB-C Stecker und das Ganze sogar intern. Und da alle Kabel direkt über die Schläuche zum Radiator geführt werden, ist die Wasserkühlung natürlich auch perfekt für die Project Zero Boards, damit ihr im Innenraum gar keine Kabel mehr zu sehen bekommt. Und schaut mal hier, was ich gefunden habe. Das ist die MSI Clone Gaming Handheld, allerdings in der Special Edition für Fallout 4. Also falls ihr das Game gerne zockt, ist das die perfekte Konsole für euch. Und zu guter Letzt habe ich die Kiste hier gefunden. Ein schickes Gehäuse für zum Beispiel das Wohnzimmer oder so. Denn diese Kombination aus Silber, Weiß und Holz gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Wir haben das Holz sogar hier innen drin bei den Lüftern an der Seite. Ist ein schöner Akzent. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon hier vom MSI-Stand auf der Computex 2024. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was euer Highlight war. Ich glaube, bei mir war es sogar die Grafikkarte. Das ist auf jeden Fall zukunftsweisend. Schaltet auch gerne demnächst wieder ein. Wir haben noch weitere Computex-Videos, also lasst auch gerne ein Abo da. Und falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über ein Like. Also macht es gut. Ciao.